Das heißt, wenn die recht hätten, dann wäre im Prinzip die gesamte moderne Naturwissenschaft falsch in ihren Grundlagen. Ja, dann könnte man wirklich alles eigentlich vergessen. Und das ist natürlich ganz, ganz unplausibel und unwahrscheinlich, zumal wir ja unsere ganze moderne Welt basiert ja auf der Naturwissenschaft. Die funktioniert ja. Mhm. In den USA spricht man inzwischen auch vom sogenannten Intelligent Design. Was hat das nun damit auf sich? Das ist eine abgemilderte Form, die geht von der Evolution tatsächlich aus. Also Vertreter des Intelligent Design glauben, dass die Arten sich auseinanderentwickelt haben, beispielsweise auch die Menschen aus affenartigen Vorfahren. Die glauben aber, dass diese Evolution von Gott gesteuert wird. Darüber sagen sie aber nichts weiter. Es gibt sozusagen einen intelligenten Designer. Wer das ist, darüber sagen sie nichts. Sie implizieren natürlich, dass das ein Gott war, aber theoretisch könnte das auch ein Alien gewesen sein. Oder aber es soll trotzdem innerhalb dieser 6000 Jahre passiert sein? Nein, die gehen von Milliarden Jahren aus. Das ist, sie nehmen praktisch dieses ganze Modell der Naturwissenschaften, alles, was man auch hat, und sagt, aber das ist von Gott gesteuert. Aber ist das nicht eine Kombination dann von moderner Naturwissenschaft und einfach Glaube, egal welche Richtung? Die Naturwissenschaften, die modernen, sind ja naturalistisch, sagt man. Das heißt, sie akzeptieren nur natürliche Dinge. Wenn sie ins Labor gehen und dann kommt etwas raus, was sie nicht möchten oder was unwahrscheinlich, ungewohnt ist, dann sagen sie nicht, dass es ein Wunder passiert, sondern überlegen sich, was sie vielleicht eine falsche Substanz reingemacht haben. Das heißt, die Grundlage der Naturwissenschaft ist, dass alles mit natürlichen Dingen zugeht. Wunder kommen nicht vor, weil man sie auch nicht nachweisen kann. Ich will aber noch mal zurück nach Deutschland. Da versucht man ja jetzt inzwischen auch richtig Schulbücher der Kreationisten in den Schulunterricht mit einzubringen. Auf jeden Fall dieses Thema in die Schulen zu bringen. Was halten Sie davon? Die werden auch an Schulen verschickt. Das sind keine offiziellen Lehrbücher. Was wir wissen, ist, dass es in einigen Privatschulen, und es gibt ja immer mehr, dann tatsächlich regelrecht gelehrt wird. Wenn die Kinder das tatsächlich als faktisches Wissen mitbekommen, halte ich das für sehr problematisch. Das wäre wie wenn man in der Schule Wünschelruten als Physik den Kindern präsentiert oder Astrologie im Astronomieunterricht oder irgendwelche esoterischen Geheimlehren. Ich denke, dass die Kinder in der Schule schon das lernen sollten, auf das wir uns auch geeinigt haben, was Sache ist. Aber dann gehen wir mal zurück in die Zeit, wo Darwin gelebt hat. Ja. Wie ist der denn mit diesem Widerspruch Religion und Wissenschaft zurechtgekommen? Er hatte ja durchaus eine religiöse Bildung. Ja, seine Theologe. Er selber war ja nicht religiös. Darwin hat sich ja, weiß man aus seiner Autobiografie auch, vom Glauben ja abgewandt. Aber er hatte sehr viele religiöse Freunde. Auch seine Frau war sehr religiös. Und er hat inhaltlich gesagt, er glaubt da jetzt nicht dran. Also für ihn ist so ein Gott, der alles organisiert hat, ganz unglaubwürdig aus verschiedenen Gründen. Aber er wollte dann seinen religiösen Freunden, wollte er jetzt nicht verletzen oder seine Frau, und hat das dann einfach ein bisschen ausgeklammert. Und er selbst hat letztendlich seinen Glauben verloren, weil er seine zweite Tochter, als die starb, und es war somit seine Lieblingstochter, ab da konnte er, glaube ich, nicht mehr so richtig daran glauben. Spätestens dann. Seine Tochter Annie ist mit 10 Jahren sehr grausam gestorben, und danach beschreibt er auch, wollte er mit diesem Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben, so schreibt er dann. Ich möchte noch mal ganz kurz anknüpfen an unser Gespräch oder vielmehr an die Inhalte gerade eben und noch mal fragen, schließen sich denn eigentlich Gottesglaube und Evolution aus? Evolution und Gottesglauben nicht, wenn man davon ausgeht, dass Evolution von Gott gesteuert ist. Was sich ausschließt, ist Wunderglauben, also dass man denkt, dass Gott eingreift. Und die Evolutionstheorie, also sozusagen der eigentliche Knackpunkt ist jetzt nicht Evolution oder Schöpfung, sondern der Knackpunkt ist natürliche Erklärung oder übernatürliche Erklärung. Ob wir die Evolution sozusagen rein natürlich erklären, durch natürliche Auslese, wie Darwin das gemacht hat, oder ob wir eben annehmen, ab und zu gab es mal ein Wunder. Okay. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Mann Darwin zu befassen, egal an was man jetzt glaubt oder wie man es betrachten möchte. Ich möchte Ihnen da noch ein paar Internetseiten geben. Da finden Sie einiges über Charles Darwin. Allen voran natürlich unsere Seite planetwissen.de, da finden Sie also Darwin und seine Theorie bei uns. Dann gibt es die Aktion 1000 Antworten.
Da würden wir Sie bitten, Herr Juncker, noch uns ein, zwei Tage zur Verfügung zu stehen. Wenn Sie jetzt zu Hause noch Fragen haben, die heute nicht geklärt wurden, dann dürfen Sie gerne hier über ein E-Mail-Formular diese Fragen an uns bzw. an Professor Juncker schicken. Wir leiten die dann weiter an ihn und er wird die beantworten. Sie finden dann auch auf dieser Seite die Antworten auf diese Fragen. Und dann kommen wir zu den Büchern. Charles Darwin, Mein Leben, habe ich Ihnen besorgt. Zeigt den Naturforscher von einer ganz privaten Seite. Das wurde übrigens erstmals 5 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht, allerdings in einer etwas abgewandten Form. Interessanterweise hat seine Frau damals viele skeptische Äußerungen und private Äußerungen gestrichen. Was war das zum Beispiel? Also man muss wissen, dass Darwin dieses Buch für seine Kinder geschrieben hat. Das ist im Ton sehr privat und sein Sohn Francis Darwin hat es dann veröffentlicht. Und die Emma, also seine Frau, hat vor allem diese Passagen rausgestrichen, die sich um religiöse Fragen drehen. Also Darwin schreibt da beispielsweise, dass die meisten Männer, die er kennt, und auch viele Frauen nicht an Gott glauben. Und die Vorstellung, dass die jetzt auf ewig in der Hölle braten müssen, das findet er ganz fürchterlich und das möchte er nicht. Und diese Passagen hat dann die Emma rausgestrichen. Und seine Urenkelin, die Nora Barlow, hat es dann in der Originalversion dann in den 50er Jahren wieder veröffentlicht. Dann hätte ich noch als zweiten Tipp das große Buch der Evolution. Das ist sehr abwechslungsreich. Da finden Sie Texte drin, da finden Sie viele interessante Infokästen, wunderbare Fotos auch da drin, kann ich Ihnen mal zeigen. Hier eine sehr schöne Geschichte. Da gucken Sie sich das mal an. Hier unten, das ist der Kopf einer Wespe. Oder hier an der Seite eine Motte zu sehen. Hier oben eine Pferdefliege. Also wunderbare Fotos. Und darin finden Sie zum Beispiel auch einige Aspekte, was uns Menschen eigentlich zu Menschen macht. Zum Beispiel, dass wir auch geduldig sein können und hier vor einer Toilette warten. Denn das bedingt ja, dass wir wissen, irgendwann muss da jemand rauskommen und wir können da rein. Also dieses in die Zukunft planen und geduldig sein, das ist zum Beispiel etwas, was uns zu Menschen macht. Dann natürlich, ganz klar, Ihr Buch haben wir schon ein paar Mal als Tipp gegeben, der Darwin-Code, die Evolution erklärt unser Leben. Sehr spannende Sache, das Kapitel, wo behandelt wird, wie die Frauen aussehen würden, wenn sie nicht in ständigem sexuellen Gerangel um uns Männer und natürlich auch gegenseitig sind. Darf ich kurz zitieren? Die Frauen hätten weder lange Kopfhaare noch eine glatte, weiche, nackte Haut. Ihr Körper hätte nicht die Form einer Sanduhr mit Busen, Taille und runden Hüften, sondern wäre kastenartig. Sie hätte kein Verlangen nach schönen Kleidern, Schmuck oder Kosmetik und sie wären nicht eifersüchtig. Ein Traum. Naja, war es das Erste oder das Zweite? Es wäre ganz fürchterlich. Aber dann merkt man natürlich, wie sehr wir auch als Männer darauf programmiert sind, diese Frauen so zu wollen, wie sie sind. Und das Spannende an Menschen ist ja, dass bei Menschen im Gegensatz zu den meisten oder vielen anderen Tierarten, dass da die Weibchen, also die Frauen, dass die auch schön sind. Wenn man den Pfau anschaut, das ist ja nur das Männchen schön und das Weibchen ist ganz unauffällig. Mhm. Und bei Menschen ist es eben anders. Da ist die Frau eigentlich das zumindest genauso pfauige Geschlecht wie die Männer. Und erklärt werden kann das nur dadurch, dass die Männer in der Evolution über viele Hunderttausende von Jahren sehr wählerisch waren. Also Männer sind sexuell sehr wählerisch. Ich weiß, dass das einem üblichen Gerücht widerspricht, aber das muss so gewesen sein. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Zum Schluss lassen Sie mich noch das sagen. Auch die Kollegen von Planet Schule haben eine sehr schöne Seite. Da finden Sie einen interaktiven Wissensbereich. Da können Sie den Stammbaum des Menschen sich anschauen. Sie können mehrere Filme zu dem Thema auch gucken. Also planetschule.de, auch ein guter Tipp. Und letztendlich noch mal alle Verlinkungen auf planet-wissen.de, unserer Seite. Und kurz und kompakt auch im Videotext, Seite 396. Ich halte nur fest, ihr habt es so gewollt. Der Prozess der Evolution ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen, auch wenn Darwin schon viele Prinzipien erkannt hat. Evolutionsforscher entschlüsseln heute immer weitere Zusammenhänge. Nach neuesten Theorien scheinen unsere Lebensumstände eine größere Bedeutung für unsere Nachkommen zu spielen, als man bisher geglaubt hat. Am Uniklinikum Amsterdam hat Tessa Rosebohm jahrelang die Archive durchforstet. Sie studiert Unterlagen aus dem letzten Kriegswinter 1944. In den Niederlanden herrschte eine Hungersnot. Die Folgen für die Menschen wurden genau dokumentiert. Dieser letzte Kriegswinter war besonders hart.
Essbares gab es unter der deutschen Besatzung nur gegen Lebensmittelkarten. Frauen, die während dieser Zeit schwanger waren, brachten extrem untergewichtige Kinder zur Welt. Und die leiden noch heute unter den Folgen des Hungers. Tessa Rosebohm ist es gelungen, viele Babys von damals ausfindig zu machen. Bei ihren Untersuchungen stößt sie auf einen überraschenden Zusammenhang. Babys, die die Hungersnot im Mutterleib miterlebt hatten, waren im Alter von 50 und 60 Jahren häufiger krank. Sie litten doppelt so oft an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie hatten häufiger Brustkrebs und Übergewicht. Und zu unserer Überraschung litten auch deren Kinder unter einem höheren Krankheitsrisiko, obwohl die Mütter während der Schwangerschaft genug zu essen hatten. Selbst die Kinder der Kriegskinder leiden noch immer unter den Folgen des Hungers. Die Mutter dieser Studienteilnehmerin kam im Winter 1944 zur Welt, stark untergewichtig. Wie kann es sein, dass der längst vergangene Krieg noch heute zu gesundheitlichen Problemen führt?